Das ist hier ein Bundeswehrfahrzeug aus Nordafghanistan. Mungo. Ja, wir sind hier übrigens im Militärmuseum in Dresden. Hier sind wir jetzt im Bereich von 1300 bis 1914. Alter Munitionswagen. Da oben ein altes Gewehr. Da steht noch eine Kanone. Und davor, das sind hier Lanzen. Man sieht es jetzt vielleicht nicht richtig. Da oben sind Spitzen dran. Das sind Lanzen, wie sie die Ritter verwendet hatten. Da sieht man einen. Der ist jetzt schon bewaffnet mit Feuerwaffe. So, hier haben wir jede Menge Gewehre. Den da kennt ja jeder. Die Standardschuhe der Soldaten damals. Da steht's, alle über einen Leisten geschlagen. Alte Uniformen. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, was das für ein Abzeichen ist, aber wahrscheinlich irgendein höherer General oder irgend sowas. Eine kleine Kanone. Und hier ein Modell von einem U-Boot. Aus welchem Jahr ist denn dieses U-Boot? 1851. Ach, da ist eine Trommel. Ja, früher haben die noch getrommelt, wenn sie ins Feld gezogen sind. Ja. Das war, glaube ich, die Kaiserflagge damals. Ach, und das müsste der Bismarck sein, da oben. Und das ist ein Mörser. Ja, da steht auch noch mal eine Kanone. Das ist keine Kanone, sondern das ist so eine Art Maschinengewehr. Und hier haben wir einen alten Fernschreiber. Da auf den weißen Knopf hat man gedrückt. Das Morse-Telegraph. Ein eisernes Kreuz. Kaiser Wilhelm II. Helme aus dem Ersten Weltkrieg.
haben wir nochmal ein Modell von einem alten Kriegsschiff. Hier sieht man es jetzt vielleicht gar nicht so gut durch die Glasscheibe. Hier sind lauter Modelle von der kaiserlichen Flotte. Die Kriegsschiffe, die der Kaiser damals hatte. Ja, die Kanone haben wir schon kurz gesehen beim Reingehen, aber da waren so viele Leute, da konnte ich die von vorne nicht richtig fotografieren. Damit sind wir jetzt im Rundgang von bis 1914, von 1300 bis 1914 fertig. Und wenn es bis 1914 geht, dann muss natürlich dann auch ab 1914 gehen. Da gibt es jetzt dann ein eigenes Video dazu. Und dann draußen habe ich auch noch eine Ausstellung gesehen über Kalter Krieg. Das gibt dann auch ein eigenes Video. Also dann schalt wieder rein und tschüss.